Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Three Houses. Im letzten Part haben wir gleich drei weitere Schüler rekrutieren können, nämlich Leonie, Ash und auch Raphael. Vor allem Raphael war ziemlich überraschend, ehrlich gesagt, aber finde ich auf jeden Fall ganz gut. Und damit steht uns jetzt dann sogar eine weitere Nebenquest dann gleich offen von den vier Stück, die wir jetzt aktuell noch haben. Deswegen will ich auch gleich einen weiteren oder sogar zwei weitere Kämpfe machen. Diese Nebenquests aktuell haben wir noch übrig und die von Ash und auch von Catherine haben wir beim letzten Mal dann eben neu dazu bekommen. Aber ich will sogar, glaube ich, zuerst mal jetzt heute mit der Nebenquest hier anfangen, mit Alois und Chemia. Denn ich brauche da Alois nicht unbedingt in meinem Team, um alle Belohnungen zu erhalten, anscheinend. Das passt so. Und die hat halt nur Level 13. Ich habe Level 21 und 22 mit meinen Einheiten. Und das ist halt noch die einfachste von denen. Die anderen werden auch einfach werden. Aber wir fangen mal mit der an. Und ja, rein von der Schwierigkeit her mache ich mir jetzt da keine allzu großen Sorgen. Und das ist unsere Situation. But with so few knights, we'll surely... Ah, Professor! Excellent timing! Was ist denn los? Alois, you're not going to suggest we send students, are you? I am, actually. Do you have a problem with that? I do. We can't send them out on a knight's mission without Rhea's blessing. I'm sure I can get the go-ahead. I'll just say the students have a new field training opportunity or something like that. Besides, we'll be there. We're not going to let them get killed by pirates. Wie bitte? Piraten? Worum geht es denn? Piraten? There are pirates causing havoc in the port of Daedru, at the center of House Regan's territory. The Merchants Association sent a request via the Eastern Church asking for protection. Die Kirche des Ostens? You haven't heard of the Eastern Church? I suppose it's because they don't have much of a presence. The Eastern Church controls Eastern Fodlan. They don't have a standing army like we do. So, for incidents like this, they customarily ask for help from the Central Church. I imagine they want to contribute to make their presence known in the Alliance. Be that as it may, we knights are quite busy. We don't have personnel to spare. Therefore, we're enlisting your help. You should have some experience dealing with pirates from your mercenary days, right? Weiß ich nicht mehr. keine Ahnung. The students have dealt with pirates, so this shouldn't be a problem for them. Come with us, won't you? Think of it as a training exercise. The Merchants Association will reward us handsomely. Mhm. Einverstanden. Da höre ich gerne zu bei Belohnungen. We don't have time to lose. Let's take care of this quickly. Okay, dann gucken wir gleich mal. Alois ist natürlich dabei und Chemia ist auch dabei, aber ich meine, die ist ja eh bei mir, deswegen das ist ja offensichtlich. Und da stehen auch noch welche rum. Oh Gott, das ist eine sehr große Karte. Aber das ist voll cool übrigens, dass wir hier auch wirklich dann auf Piratenschiffen auch entlang laufen und auch auf denen kämpfen. Gefällt mir schon mal. Und hier ist dann der Anführer anscheinend. Auch ein Pirat. Aber ja, der hat, selbst der Anführer hat nur Level 14. Eine Stärke von 27 ist sogar gar nicht so wenig, aber Geschwindigkeit 4 nur und trifft auch nicht so wahrscheinlich, also ja. Na, wie gesagt, da dürften wir jetzt keine allzu großen Probleme haben, denke ich mal. Der hat übrigens ein Bataillon, der Anführer natürlich auch, der hier, oder ist der da? Ah ne, der ist der Anführer, okay. Das da oben ist nur so ein anderer Typ, aber der ist der Anführer, okay. Aber der ist jetzt auch nicht so arg viel stärker. Also ja, dürften wir wie gesagt hinkriegen. Truhen gibt es keine. Nee, sehe zumindest auch keinen. Ich dachte jetzt hier vielleicht irgendwie. Bei dem Mast da. Aber es gibt anscheinend keine Truhen. Vor allem bei Piraten ist das verwunderlich. Wenn Piraten in der Nähe sind, aber es gibt keine Schätze. Aber okay. Dann lass mich kurz vorbereiten, aber wie gesagt, ich mache mir keine großen Sorgen. Gut, ich will auch noch kurz erwähnen, dass ich jetzt mal diese ganzen Items meinen Einheiten gegeben habe, die dauerhaft irgendwelche Statuswerte erhöhen. Da habe ich einige gehabt, von denen, weil durch die neuen rekrutierten Schüler, durch Raphael, Leonie und Ash habe ich nämlich auch da weitere erhalten. Und durch den DLC habe ich ja auch noch ein paar von denen erhalten. Und die habe ich jetzt mal alle verteilt, um vor allem ein paar Schwächen meiner Schüler auszugleichen, sage ich mal.
Am wichtigsten, würde ich sogar fast sagen, war das eine Dings, was Bewegung plus 2 dauerhaft macht. Das ist ziemlich krass, wie ich finde. Und das habe ich Lysithia gegeben. Die habe ich jetzt hier nicht dabei aktuell, aber habe ich ihr gegeben, weil sie halt nur 4 Felder immer laufen darf und das ist ein bisschen zu wenig irgendwie. Und deswegen, das habe ich ihr gegeben. So als Info. Und noch eine andere wichtige Sache, die ich gemacht habe jetzt hier für die Schlacht, ist, dass ich Byleth zurückgestuft habe, denn er ist jetzt wieder ein Bürger. Einfach nur. Und das habe ich allein deswegen gemacht, weil die Bürgerklasse Magie benutzen darf. Und er hat ja zweimal Glaubensmagie, nämlich Heilung und Nosferatu. Und, warte mal, zeig ich auch mal kurz. Und bei Glaube ist er halt schon auf D+. Und da wäre es für Annette, glaube ich, ist es. Oder warte mal kurz. Für Annette, genau. Es ist wichtig, dass wir da auch noch ein bisschen mehr bekommen. Also, vielleicht würde die auch schon reichen. Aber C wäre besser und ich bin da eh kurz davor. Deswegen kann ich dann vielleicht mit Byleth hier auf den C rankommen, mit Glaube. Deswegen habe ich ihn wieder zu einem Bürger gemacht. Genau. Ja, und das passt aber dann soweit und, also hier unten übrigens, die drei dürfen wahrscheinlich am meisten sogar machen. Vor allem Bernie hat am wenigsten Erfahrungspunkte von allen, und Ingrid aber auch und, ja, dürfte kein allzu großes Problem werden, die Mission, wie gesagt. Und wir fangen dann gleich mal an, ja. Gut, Byleth, Aelgar, Chemir oder Alois müssen alle überleben. Tremble before us. We are the great navy of Almira. Resist and we'll burn this town to the ground. The Almira Navy. This is going to be tougher than I expected. They're obviously bluffing, but it seems to be working on the merchants. Shall we? It's the Knights! Please, save us! We'll reward you handsomely. Mm-hmm. Gerne. It would be a disaster if they attacked our shops. Please, don't let them into town. Aha, okay. We got you. Leave it to the Knights of Seros. Interessant. Beschütze die Stadt vor Piraten. Wenn die Piraten es in die Stadt schaffen und nach insgesamt 5 Runden noch immer in der Stadt sind, ist die Mission fehlgeschlagen. Okay, das ist einfach. Also, dass sie überhaupt gar nicht reinkommen dürfen, ist gar nicht so einfach, vor allem wegen den fliegenden Einheiten. Also bei den anderen nicht, die am Boden, weil die können ja wirklich nur hier entlang kommen oder halt hier. Aber die Fliegenden können halt auch irgendwie hier drüber fliegen und das wäre ein bisschen doof. Aber die müssen auch noch 5 Runden da drin bleiben. Und das dann habe ich verloren. Also ja, das sollte kein Problem sein. Gut, Bernie. Er darf erstmal Erfahrungspunkte abstauben und noch währenddessen auch gleich mal angreifen. Ah, das ist übrigens, das habe ich gar nicht bedacht, das ist sogar ziemlich doof. Als Rittmeister hat sie jetzt nicht mehr ihre tolle Fähigkeit, dass sie einfach Reichweite plus 1 hat bei Bogen. Das habe ich gar nicht bedacht. Okay, dann muss ich da jetzt schon einen Blick hergeben, aber das ist ja nicht so schlimm. Aber habe ich, wie gesagt, trotzdem nicht ganz bedacht. Muss ich dann beim nächsten Mal ein bisschen besser aufpassen. Aber okay. Ja, das ist sogar doof, weil das nämlich nicht ausreicht jetzt. Tja. Ja, nee, okay, wir machen es anders. Sie wird einfach mit einer Lanze halt den hier killen oder so. Eisenlanze. Das passt nämlich genau. Ja. Machen wir. So. Sogar ausgewichen, perfekt. Yay! Und jetzt darf sie ja nochmal ziehen. Und dann wird sie sich hier hinstellen. Genau, weil ich will die mitnehmen. Das hätte vielleicht eh gar nicht gezählt. Ich weiß es gar nicht genau, wie das ist. Ob ich dann die schon direkt bekommen hätte, die Erfahrungspunkte, oder ob ich sogar noch an der Stelle hätte warten müssen. Ich hätte sogar wahrscheinlich warten müssen. Deswegen, das war sogar jetzt so im Endeffekt eh besser. Okay. Dann Ingrid darf sich mal um den hier kümmern. Um den unteren. Ja, nicht Luin bitte verschwenden. Einfach mal die Sichel, genau. Die habe ich ja 50 Mal. Die hat ja sehr viele Anwendungen. Und die kann ich da ruhig mal hergeben. Genau. Die Gegner geben auch sehr wenige Erfahrungspunkte dementsprechend nur. Aber das passt schon. So, ich könnte sogar gleich mal den hier anlocken. Ja, das ist nicht so schlimm. Sie hat hohe Defensivwerte. Das passt also schon. Das ist okay. So, und Caspar kümmert sich um den Kollegen hier. Ja. So. Ja, der ist auch tot. Oh, wie cool der aussieht als Ringer. Yeah. Sehr schön. Okay. So, passt. Gut, ich glaube auch bei der Mission werde ich gar nicht so viel nachdenken müssen. Da werde ich einfach straight in die Gegner reinlaufen. Weil ich mir da, wie gesagt, keine so großen Sorgen machen muss, habe ich das Gefühl. Das dürfte alles ziemlich locker aufgehen. So, mit Alois will ich eigentlich auch mal... Also er ist halt... er ist zwar schon eine blaue Einheit, ich darf ihn ja steuern. Aber er kriegt halt keine Erfahrungspunkte. Aber ich will mal einmal mit ihm angreifen.
dass wir es auch mal sehen können, wie das dann aussieht. Aber nur ein einziges Mal wahrscheinlich. So ungefähr. Schafft er das? Zu 59%? Ja, komm. Oder auch nicht. Nice Abis. Gut. Dann werde ich dich wirklich nicht mehr benutzen. Hast du gleich mal bewiesen, wie nutzlos du bist. So, dann zeig dir mal Felix, wie es richtig gemacht wird. So, ja, passt. So, okay. Next time bring your friends. Meine KP muss ich mir jetzt, glaube ich, echt keine Sorgen machen, weil vor allem die ganzen Gegner hier sind jetzt alle nicht so stark, wie wir sehen können. Haben alle 120 Angriff oder so. Der hier halt eher noch mit 26, aber ist es auch kein Ding. Der hat halt ein Bataillon, der wird es auch auf Felix einsetzen, macht aber halt 4 Schaden. Ne? Das ist mir auch vollkommen egal, ob der 4 Schaden macht, ehrlich gesagt. So, dann Edelgard. Warte mal kurz. Genau, Byleth kann dann gleich nämlich schon sogar heilen. Weil ich will mit Byleth eigentlich gar nicht angreifen, ich will nur heilen. Oder halt Nosferatu einsetzen, für die Glaubensmagie. Ja. So, Edelgard könnte sogar den unteren übrigens killen. Einfach mal. Damit der dann... Weil Tumult ist halt, oder sein Strategem ist halt ein bisschen nervig, weil sich dann Felix nicht mehr bewegen darf. Und deswegen ist es schon sinnvoller, wenn der stirbt. Ja. Wenn sie dann trifft. Naja. Das ist sogar jetzt noch ein bisschen doofer. Weil der jetzt halt auf Edelgard das machen wird und weil dann sowohl Edelgard als auch Felix sich nicht mehr bewegen können. Aber er trifft halt auch nur zu 30%, das muss man auch sagen. Ja, ich könnte jetzt auch mit Byleth halt einfach besiegen, ne? Mit Nosferatu. Stay focused. Ja, komm, machen wir das. Das ist ja auch Glaubensmagie. Und es geht dann auch keiner von den Gegnern auf Byleth, was mir recht ist, weil er hat eh schon viele Erfahrungspunkte. Und ja, das passt so. Okay, gut. Yeah, sogar noch ein Crit. Bam! Each battle a chance to grow. Sehr gut. So, und schon fehlen nur noch 36 Punkte. Okay. So, was machen jetzt die anderen eigentlich übrigens? Also ich würde sagen, einer bleibt schon einfach hier in der Ecke stehen und wartet, bis eventuell die Wyvern-Ritter da angeflogen kommen. Weil das muss ich schon gucken, dass ich das abdecke. Das macht man schon hier dann, würde ich sagen. Sie kann ja auch aus ziemlich großer Entfernung die Gegner dann treffen. Ich übergebe mal nach oben mit. Der kann, glaube ich, nicht mehr so arg viel machen dann, aber trotzdem. Und Ignaz geht mal unten mit. Ja. Okay, gut. So. Jetzt wird Edelgard erstmal ein bisschen angegriffen. Und Crit. Nice. Gut. Ah, der geht auch auf Byleth übrigens. Okay. Ja, wegen Nosferatu. Aber das ist sogar eigentlich ganz gut, weil wir können den nämlich nicht töten. Und wir haben jetzt trotzdem einfach die Glaubensmagie nach oben bringen können. Aber wir haben quasi fast gar keine Erfahrungspunkte bekommen und die niemand anderen weggeschnappt. Das ist ganz cool eigentlich. Also ich meine, bei Byleth wären die Erfahrungspunkte ja auch gut aufgehoben, so ist nicht. Aber er hat halt schon Level 22 und die anderen halt weniger, ne, deswegen. So, macht sogar 16 Schaden. Ist gar nicht mal so wenig sogar. Ja, seht ihr? Der eine fliegt nämlich da schon zur Stadt hin. Okay, und da kommt Verstärkung. Ja, das ist schon ein bisschen nervig. Diesmal aber eigentlich egal, die Verstärkung. Das ist ein bisschen nervig, ja. Jamir kann ihn auch natürlich jetzt von hier aus noch nicht treffen. Und der wird halt dann zumindest eine Runde in der Stadt sein können. Aber das kann ich jetzt leider nicht so ganz verhindern. Ich habe übrigens, das war ein bisschen dumm, ich habe hier unten keinen Heiler mitgenommen. Bei denen hier. Aber ich dachte mir, das wäre nicht so schlimm. Ja, das wird schon. Wird schon aufgehen. So, erstmal Bernie wird mit ihrem wunderschönen Bogen den hier töten. Mit Effektivitätsschaden. Ja. Genau, der. Also es wird mir sogar angezeigt, dass der Wyvern-Ritter, dass der jetzt auf Bernie gehen wird. Der wird nicht in die Stadt reinfliegen. Er geht auf Bernie. Ich hoffe, das ist auch wirklich so. Also okay, jetzt auf Ingrid, aber er wird auf jeden Fall irgendeinen meiner Leute angreifen. Weil wenn ein Gegner jemanden meiner Einheiten angreifen kann, dann greift er ja eigentlich auch immer an, ausnahmslos. Und ich hoffe mal, dass es bei dem auch so ist und dass er dann eben nicht in die Stadt reinfliegt. Also ich meine, wie gesagt, so schlimm wäre das eh nicht, weil die müssen ja 5 Runden da drin bleiben und deswegen habe ich ja noch Chemie oder sowas da drin als Wache. Aber es wäre mir trotzdem lieber, wenn die halt gar nicht erst die Stadt betreten würden. Das wäre halt dann noch sicherer, sage ich mal. Okay. Deswegen die anderen beiden
gehen auch aus dem roten Bereich eben raus, damit der Wimmernritter, wenn überhaupt, nur noch Bernie angreift. Und dass sie dann gleich mit dem Bogen schön kontern darf. Das glaube ich am besten so. Ja, warte mal kurz. Doch, das passt, ja. Na, ist okay. Gut. Warten. Stahlachs noch, okay. Gut, unten sind wir erstmal fertig. Dann oben. Aber jetzt gleich wird Byleth dann eher heilen, denke ich mal. Mal gucken. So, Aelgard, kann sich der bewegen eigentlich? Kann er sogar, okay. Würde er dann wahrscheinlich schon auch machen, denke ich mal. Die anderen kommen aber alle noch nicht hin. Okay, dann darf jetzt mal Aelgard den besiegen. Würde ich sagen. Mit Übungsschwert reicht er bestimmt locker aus. Genau, machen wir. Ding. So, sie hat übrigens auch bald endlich mal ihre Klasse gemeistert. So, und Felix darf dann schon mal den Kollegen anlocken. Der kommt auch her. Warte mal kurz. Er hat halt wieder ein Strategien. Ja, deswegen, ich stelle Felix auf jeden Fall eher hier hin, damit nicht Aelgard und Felix getroffen werden können. Ja, und wenn der halt seine Strategie macht, das wäre jetzt auch nicht so schlimm. Das ist schon okay. Ja, das passt. Okay. Ja, nee, und Byleth wird doch nicht heilen, weil er killt halt noch den hier. Ne, das macht Hubert. Stimmt, das macht Hubert, das ist besser. Dann wird er doch heilen, nämlich Aelgard. Ja. Gut. So, viel fehlt nicht mehr. Das ist auf jeden Fall mein Ziel, dass wir in Byleth noch in der Mission den C-Rang erhalten. Aber das dürften wir auch hinkriegen, denke ich mal. So, Hubert. Ich könnte auch den Langspeer benutzen. Ich meine, jetzt ist er ja mittlerweile ein Dunkelbischof. Danach kommt ja nur noch dann Dunkelritter. Dafür muss er noch ein bisschen mehr Lanze, glaube ich, trainieren. Deswegen, ich nehme sogar den Langspeer einfach. Reicht auch gerade so aus. Ja, passt. So. Okay. Gut, Shemir geht noch trotzdem weiter hier hin. Als Wache eben. Falls da noch Wimmernritter herkommen sollten. Und Ignaz geht weiter nach unten und versucht noch den unteren da auszuhelfen, sofern er irgendwie kann. Oder er kann ja auch die Barriere hier bewachen irgendwie auch. Dürfte, glaube ich, passen. So, du gehst auf Bernie, genau. Das wollte ich ja auch. Das habe ich ja erzwungen. Und der Rest passt. Ja, Alois übrigens noch. Aber mit ihm will ich ja nichts mehr machen, weil er stiehlt ja den anderen nur Erfahrungspunkte. ich schicke mal trotzdem ein bisschen weiter nach vorne. Ich kann ja noch nur falls doch benutzen. Falls ich Probleme haben sollte, glaube ich zwar nicht, aber dennoch kann ich schaden. So, die kommen auch schon alle her. Du machst dein Strategie, ja. Wäre jetzt cool, wenn er nicht treffen würde. Okay, na gut. Ist es auch nicht mega schlimm, wie gesagt, aber na gut. Ich meine, Felix kann dann gleich kontern und ihn halt dann besiegen. Das ist schon okay. Ausgewichen, perfekt. Gut. Nein, da kommen immer neue. Das ist schon ein bisschen nervig, weil die neuen Gegner da auch immer Strategeme haben. Aber das passt schon trotzdem. So, wir sind zwar geschwächt mit Felix, aber er kann bestimmt trotzdem abgehen. Mal gucken, ob ich den sogar mit dem Silberschwert plus vielleicht instant besiegen kann oder so. Nee, das nicht. Warte mal kurz. Die Stahlpanzerhände könnte ich einfach nehmen. Oder ich nehme mal doch das Silberschwert plus. Das habe ich sogar noch 40 Mal. Also das kann ich schon mal jetzt hier ein bisschen rausballern. Obwohl, damit habe ich aber auch nicht so hohes Ausweichen. Warte mal kurz. Ja, nee, ist kein Riesenunterschied. Nee, doch, wir machen das schon. Das passt. Ich habe auch beide hier, der heilen kann. Deswegen ist alles gut. Ja. So, vielleicht trifft er ja trotzdem nicht. Doch, okay. So. Aelgard kann sich dann zum Beispiel eben um den kümmern. Du wirst halt wieder auf Felix gehen. Das kann ich auch nicht so ganz verhindern, leider. Das ist schon ein bisschen doof. Hier kann ich übrigens nicht entlanglaufen auf der Brücke, oder wie? Doch, kann ich schon. Doch, kann ich, okay, ja. Ja, wie gesagt, so viel nachdenken muss ich jetzt hier, glaube ich. Ja, wohl, doch schon. Weil ich meine, hier kommen jetzt schon einige rote Pfeile. Oder halt rote Striche. Deswegen ein bisschen aufpassen muss ich vielleicht schon, dass jetzt meine Einheiten dann nicht komplett von den Gegnern überrannt werden.
Aber ich glaube, das ist trotzdem okay. Weil vor allem Byleth kann ja... Das mache ich eigentlich mal gleich. Das will ich nämlich safe machen. Dass ich Felix heile. Ja. Ja, ich heile auch nicht so viel, leider. Und warte mal, wir stellen übrigens Byleth unter Felix sogar hin. Ja, da kommt sogar der eine Typ her. Aber das ist okay, das passt. Ja, um Byleth mache ich mir am wenigsten Sorgen, um seine KP. Weil der ist viel zu OP, um zu sterben. Ja, das passt schon. Ja, vielleicht werde ich sogar jetzt doch mal auch Alois wieder benutzen. Ich muss mal schauen. Aber ja, Illegard wird ziemlich sicher den hier kalt machen, einfach. Ohne jetzt groß nachzurechnen, das wird, sie nimmt nur 6 Schaden. Die sind alle nicht so stark, die Schwertkämpfer hier. Auch mit Bataillonen, die können nicht so viel. Das ist in Ordnung. Ja. Ding. Bam. Nice, mit Wappen auch noch. Gut. Hubert. Ich meine, ich könnte ja sogar ihn hier unten entlang schicken. Tatsächlich. Dann wäre auch ein bisschen näher hier am Geschehen. Der hier kommt halt her. Ja, so schlimm ist jetzt aber der auch nicht für ihn. Der hat auch kein Bataillon, der Typ. Und ist okay, wenn der herkommt. Finde ich. Aber ich nehme auf jeden Fall eine andere Waffe. Weil den würde ich dann schon ganz gerne instant töten. Deswegen nehme ich dann einfach Miasma, würde ich sagen. Das dürfte dann ziemlich locker ausreichen gegen den. Ja, passt. So viel Schaden macht er jetzt. Nein, der geht ja eh auf Byleth, okay. Wirklich auf Byleth? Hat Byleth weniger? Ne, er hat doch sogar mehr Schutz. Warum geht er auf Byleth? Ja, okay, vielleicht weil er selber weniger Schaden nimmt. Weil ich ja nur Nosferatu habe. Das kann sogar vielleicht auch sein. Keine Ahnung. Ich will eigentlich nicht, dass jemand auf Alois geht. Deswegen, er bleibt einfach stehen. Ja, passt. Chimir geht noch weiter hier in die Ecke. Für potenzielle Angreifer. Genau, jetzt hier unten noch übrigens. Ja, ist ja eigentlich kein Ding. Bernie kann ihn von hier aus einfach killen. Direkt. Mit einer Lanze. Genau. Und dann darf sie ja noch ziehen. Ja, das ist schon eine ziemlich coole Fähigkeit, dieser zweite Schritt. Und B hat sie sogar übrigens und Schwertbrecher. Nice. So. Den anzulocken bringt nichts, weil der wird auf 3 Entfernung angreifen wahrscheinlich. Und das kann ja Bernie jetzt nicht mehr mittlerweile. Deswegen schick's mal einfach hier hin. Wie stark ist der? 22. Er hat nur ein Nahkampf-Bataillon. Oder Strategien, wie auch immer. Ja, ich weiß nicht genau. Der Faustkämpfer kommt ja auch noch her. Was kann der? Okay, der kann gar nichts. Was hat sie für einen Schutzwert? 18, ja, süß. Ja, und der kann auch nicht viel machen, ne? Mit Schutzwert 18. Sie wird wieder eventuell ein bisschen Schaden nehmen. Aber das ist, glaube ich, okay. Ich glaube, ich muss mir um Ingrid keine allzu großen Sorgen machen. Ich hoffe zumindest mal. Sie hat halt leider auch kein Heilmittel dabei. Das ist ein bisschen doof. Aber das passt trotzdem. Okay. Rostschwert. Und Caspar. Ja, die gehen eh beide auf Ingrid. Deswegen, Caspar geht mal noch am besten neben sie einfach. Ja, passt. Ich meine, ich könnte sogar ihr jetzt mal kurzzeitig den Ring der Göttin geben, der immer wieder ein bisschen heilt. Weil sie hat ja gerade mehr Probleme als er. Aber nee, ich lasse es mal. Das ist, ich meine, ich könnte es jetzt mal, das wäre eigentlich gar nicht so dumm. Aber ich lasse es mal so, weil ich mache mir sowieso keine Sorgen um Ingrid. Das ist alles gut. Loppen. So, Ignaz hängt ein bisschen hinterher. Aber okay, der Rest passt. Gut. So, und so lange wird die Mission... Ich glaube, ich werde hier auch gar nicht schneiden sogar, weil ich muss ja auch nicht lange überleben. Nicht mega lange zumindest bei den Zügen. Weil die eh alle relativ easy sind, eigentlich. So. Der macht jetzt zum Mult. Aber der trifft eh nicht, oder? Okay, gut. Das wäre sogar auch ein bisschen doof gewesen, weil sich dann sowohl Byleth als auch Alois nicht mehr hätten bewegen können. Aber so ist alles gut. 14, okay, das tut ein bisschen weh. Aber bei dir tut es noch mehr weh. You could have at least tried. Mhm. So, du machst 4 Schaden. Das ist auch süß. Und der andere macht 0 Schaden. Und wir machen dafür 23. What? 81% Ingrid? Komm schon. Ach man, ey. Da kommt sogar auch wieder ein neuer Gegner. Okay, ein bisschen nervig ist es schon, weil halt hier sehr, sehr viele Gegner auf einmal dann sind, die ich dann alle kalt machen muss. Aber das kriegen wir trotzdem hin. Okay.
Warte mal, wie wir jetzt das am besten machen. Ja, der ist halt auch wieder ein bisschen nervig. Also, wir haben jetzt schon noch ein paar Gegner mit Bataillonen vor allem. Und die sind halt vor allem ein Problem, weil ich halt dann nichts machen kann, wenn sie treffen. Das ist halt immer ein bisschen blöd. Das kann ich jetzt gar nicht so leicht verhindern sogar. Das ist das Problem. Ich meine, den hier, würde ich den mit Hubert anlocken? Das ist ein bisschen riskant, weil er hat ja eh schon einiges an Schaden genommen. Ja, er hatte auch nur 30 KP von Anfang an. Also, nee, auf Hubert muss ich jetzt schon ein bisschen mehr Acht geben. Ich meine, er hat ein Heilmittel. Das könnte ich, das werde ich sogar, glaube ich, benutzen. Aber der Faust, warte mal, der Faustkämpfer kommt ja auch noch her. Der macht auch ein bisschen Schaden noch. Nee, dann will ich mit Hubert, glaube ich, echt nicht anlocken. Ist mir dann zu riskant. Edelgard oder Felix könnten eher anlocken. Wer von beiden ist eigentlich egal. Die haben ziemlich ähnliche Werte sogar. Kann einfach irgendjemand von den beiden machen. Ja. Dann wird mal Edelgard den hier töten. Ja. Vielleicht sogar jetzt mit einem Schlag. Also sie trifft aber nicht so wahrscheinlich leider mit dem Streikkolben, aber den habe ich nicht mehr so oft. Ich könnte auch ein Strategem einfach machen. Ich meine, ich brauche das ansonsten der Mission, glaube ich, gar nicht mehr so wirklich. Ich mache deswegen mal eines. Ja, warum nicht? So. Yeah! Bam. Sehr gut. So, jetzt kann Felix hier unten hingehen und dann ein bisschen den Lockvogel spielen. Und zwar, warte mal kurz, ich muss jetzt aber trotzdem kurz rechnen. Aber der macht auch nur 15 eben. Der hat 21. Die anderen kommen eh alle nicht hin, okay. Also der Bogenschütze macht ihm 6 Schaden. Du machst auch 0. Der macht noch 12 Schaden. Ja. Das geht in Ordnung. Und ich habe, wie gesagt, beide 4 und ich kann dann heilen notfalls. Also ist alles gut. Ja, passt. Eisenschwert reicht eigentlich. Dann habe ich auch noch ein bisschen mehr Ausweichen damit. Ja, das passt. Ja, was ist das hier übrigens? Genau, er heilt sich sogar auch jede Runde übrigens mit dem Gebetsring. Also ja, er ist da auch relativ safe. Mache ich mir auch keine großen Sorgen. So, noch mehr Erfahrungspunkte. Gut. Und dann heile ich wieder. Und zwar ja schon eher Felix, weil er ist ja jetzt ein bisschen eher da in Gefahr. Und dann ist Byleth auch gleich weiter vorne. Byleth wird dann übrigens auch von dem Bogen... Das ist sogar ganz gut, wenn Byleth von dem Bogenschützen angegriffen wird, dann hat Felix ein bisschen weniger Gegner auf einmal. Ja, passt. Gut. So, und wenn ich jetzt Hubert hier hinstelle, wird er auch angegriffen natürlich. Wenn ich ihn hier hinstelle... Okay, aber da kommt nur der Axttyp hin, stimmt. Weil jetzt Felix im Weg steht. Ich weiß mal nicht. Der macht halt schon nicht so wenig Schaden. Und ich habe halt... Da habe ich noch einen KP oder so. Nee, ist mir zu riskant. Wir stellen ihn hier hin. Ist besser. Okay. Gut. Dann hier unten. Die beiden dürfen jetzt auch kein Problem. Wir werden erstmal Ignaz geht. Versucht zumindest hinterherzukommen. Schafft er nicht so wirklich, aber er versucht zumindest. Dann, ja, wird halt gleich mal das Rote weg. Wird halt, vielleicht sogar Bernie erstmal den Bogen schützen. Das ist eigentlich dumm, weil der jetzt kontern darf. Aber es ist mir eigentlich auch egal, ne, ob der jetzt 5 Schaden mehr oder weniger macht. Ist mir wurscht. Passt. So. Aber sie kann dann, sie kann auch noch ein Feld ziehen. Nach rechts. Also okay, hier ist, ja, hier ist eine Brücke. Die, ist die schwer passierbar für Kavaliere? Das verstehe ich aber jetzt nicht ganz. Warum darf sie denn hierhin 2 Felder oder sogar 3 Felder laufen, aber nicht hierhin? Ist es so, dass man nicht auf ein Feld ziehen darf von einem Gegner, den man gerade besiegt hat? Ist es so? Ja, dann bleib stehen. Das finde ich sogar jetzt ein bisschen komisch, muss ich sagen. Aber okay. Caspar kann sogar hier mit dem Wurfball vielleicht gleich mal den hier einfach... Ja, nicht ganz ausschalten leider. Äh,
Nee, dann lass mal die Panzerhände einfach. Oder sogar, nehmen wir sogar die Stahlaxt. Ich nehme sogar die Silberpanzerhände. Ja, machen wir das, dass ich dann beim Kontern ziemlich sicher schon den Bogenschützen besiegen darf. Genau. Und, okay, die ist schwer passierbar für Kavaliere, das ist okay. Aber warum durfte ich denn mit Bernie nicht hier hinziehen wenigstens? Gerade. Keine Ahnung, egal. Ingrid auf jeden Fall darf den hier töten. Ja. So, bam. Und bam, gut. Und dann... Ja, sie geht mal hier hin erstmal. Damit, wenn dann zumindest nur der Bogenschütze... Ja, ich weiß nicht, warte mal. Ja, darf der laufen? Kann ich mir jetzt nicht angucken. Wahrscheinlich 5? 1? Oder so, selbst wenn es 4 sind. Ja, der könnte halt ein Strategem auf sie machen. Ja, ich meine, ob der Faustkämpfer auch noch herkommt, ist eigentlich egal, weil der kann eh 0 Schaden machen. Das ist schon okay. Sie wird es überstehen. Glaubt mir. Okay. Passt. Ja. Gut. Oh, der macht Tumult, trifft aber eh nicht wahrscheinlich. Hat auch nicht getroffen, glaube ich, genau. So. Ja, jetzt kommen da halt, vor allem die Wirbelritter sind halt ein bisschen nervig, die da jetzt kommen. Der hat auch nicht getroffen, sogar gut. Die sind ein bisschen nervig, vor allem halt wegen der Stadtbedingungen, weil die ja nicht da reinkommen dürfen. Oder halt nicht so lange drin bleiben dürfen. Ich hoffe, das wird dann gleich noch alles klappen. So, den können wir töten. Bam, bam. Ja, die Faustkämpfer sind echt gar kein Problem, weil die halt nur 15 Angriff haben. Und weil voll viele meiner Einheiten über 15 Schutz haben. Oder mindestens. Und das reicht halt dann aus. Bam, bam. Wappen auch noch. Okay, Felix geht ab. Gefällt mir. So, du machst auch nur Schaden. Bam, gut. D plus beim Reiten haben wir auch. Okay. Jetzt haben wir eh schon gar nicht so viele Gegner mehr übrig. Und den Rest sollten wir jetzt dann gleich auch eigentlich relativ easy hinbekommen. Ich könnte es sogar provozieren, dass der Typ... Ne, ist interessant übrigens, weil der greift niemanden an. Also er könnte ja Chemie oder da oben sogar auch ein paar angreifen, aber er greift sogar niemanden an. Will der wirklich straight in die Stadt reinlaufen oder reinfliegen? Das würde ich sogar dann vielleicht verhindern. Weil Felix könnte nämlich auch zu dem hinlaufen und ihn dann besiegen, eventuell. Aber da muss ich jetzt mal doch ganz kurz überlegen. Warte mal. Okay, ist aber auch kein so großes Problem. Ich muss nur noch auf die Würmerritter jetzt ein bisschen aufpassen, weil einerseits wegen der Stadt, aber auch weil die ziemlich stark sind. 34 angefangen hier einfach mal. Und das ist gar nicht mal so wenig, tatsächlich. Aber kriegen wir hin. So, Hubert wird erstmal den Bogenschützen da unten töten dürfen. Ja, bitte. So, passt. Dann kann nämlich Felix jetzt hier nach unten laufen und sich um den Wimmernritter kümmern. Der wird zwar dann von einigen Leuten angegriffen, aber er kann das dann überleben. Das passt. Und er hat ja sogar tiefer Fall drin. Genau, und kann deswegen dich einfach instant besiegen. Genau, das ist mir auch sehr recht, weil ich würde halt 19 Konterschaden eventuell nehmen. Das ist doch ein bisschen zu viel, deswegen will ich dich schnell töten. Und sogar noch ein Crit! 123, holy shit! Sehr gut. So, dann Elegard kümmert sich einfach um den hier. So. Sie kann auch ein bisschen Schaden nehmen, das ist kein Ding. Passt. Bing. Und bing. Yay! Und sie hat ihre Klasse gemeistert und sogar B+ auch bekommen. Autorität Level 4. Und Resistenz plus 2 und auch Bezwinger. Okay, einiges. So, den will ich auch noch töten. Das kann Byleth nicht alleine schaffen. Also mit Nosferatu, mit Schwert natürlich locker. Aber ich will es ja mit Nosferatu machen. Und das kann er nicht safe zumindest schaffen. Deswegen wird noch Arduis helfen. Einfach. Aber ich will mit Byleth halt trotzdem wieder glaubensmäßig irgendwas machen. So, ich mache sogar Brand, weil ich ganz gerne treffen will. Ja. So. Wieder schön das Fass reinrollen. Bam. Ernsthaft, der hat nicht getroffen? Mit 85%? Da fuck Alois. Das ist sogar ein bisschen doof übrigens, weil jetzt Hubert ansonsten ein bisschen Schaden bekommt.
Ja, vielleicht schafft er jetzt beides einfach mit dem Crit. Ja, mal gucken. Sehr gut. Bam. Dankeschön. Passt. Okay. Gut, dann hier unten machen wir Folgendes. Ingrid wird sich um ihn hier kümmern. Genau. Und den erstmal töten. Ja. Bam und bam. Ich habe mir schon mit dem roten Bereich übrigens die Wimmernritter markiert, die nicht Ingrid erreichen sollen, weil die wären doch ein bisschen zu stark dann. Deswegen geht sie mal einfach hier hin. Ja. Aber Casper kann die schon anlocken, weil er hat halt noch sehr viele KP. Er wird da auch ziemlich viel Schaden von denen abbekommen. Aber das kann ich jetzt nicht ganz verhindern, leider. Der Bogenschütze kommt sogar auch noch hin, übrigens. Oder? Nee. Nee, der kommt nicht hin. War da nicht noch ein anderer Strich? Nee, der geht woanders hin. Genau, passt alles, ja. Er geht hier hin und killt halt eben den Kollegen hier. Will ich sogar nochmal die Silberpanzerhände benutzen übrigens? Damit ich die Wimmernritter gleich beim Kontern besiegen kann. Will ich sogar, ja. Sehr stylisch. Nice. Genau, und Bernie darf jetzt halt noch den hier ausschalten. Der andere Faustkämpfer da überlebt auch noch, aber das ist überhaupt kein Problem, weil der hat ja nur 15 Angriff und alle Einheiten, die jetzt hier oben stehen, haben mindestens 15 Schutz und deswegen, der kann denen sowieso null Schaden machen, ist also kein Ding. Gut, Ignaz kann, macht wieder nichts. Er versucht irgendwie aufzurücken, schafft aber glaube ich nicht mehr. Schemir bleibt hier stehen. Und der Rest passt auch. Jetzt haben wir es dann eh gleich geschafft. So, jetzt Felix wird noch ein bisschen Schaden abbekommen. Okay, erstmal nicht, ist schon mal gut. So, der macht 0. Bam. Oh, sogar gleich killen können mit dem Wappen. Gut. So, jetzt aber vor allem die Wirbelritter, die gleich noch kommen. Da habe ich noch ein bisschen Angst vor denen. Aber mal gucken. So, 15 machen die nämlich. Und der andere halt auch noch. Das ist schon nicht so wenig. Aber wir können sie gleich besiegen mit Casper. Okay, treffen auch beide. Bam. Aber passt. Gut, und damit haben wir jetzt schon quasi keine Gegner mehr übrig. So ungefähr. So, dann wird beide erstmal heilen. Reicht es jetzt schon übrigens? Für den C-Rang? Ja. Yeah, nice. Erholung auch noch. Gut, und vor allem haben wir halt C. Wichtig dann, um Annette zu rekrutieren. Gut, aber ja, jetzt haben wir eh nur noch drei Gegner übrig. Und keiner von den Gegnern hat sogar jemals die Stadt betreten überhaupt. Also ist alles wunderbar. Okay, dann darf noch Bernie einen Kill machen, würde ich sagen. Ja, passt. So, bam. Er darf sich jetzt ja auch bewegen übrigens, der Kollege. Oder wie? Okay, anscheinend schon. Der hat sich ja davor noch nicht bewegen dürfen. Aber jetzt dann vielleicht schon gleich. Ja, aber das ist eigentlich jetzt egal. Weil, ich meine, ich kann mit Felix dann wahrscheinlich einfach den Boss killen. Das würde er auch machen dürfen, denke ich mal. Und den da unten kill ich halt noch mit irgendjemand anderem. Ist eigentlich auch vollkommen wurscht. Mit Ingrid vielleicht. Sie hat auch immer noch nicht so viele Erfahrungspunkte. Können wir machen, meinetwegen. Ja. So, passt. Bam, bam. Gut, und dann, wie gesagt, Felix darf den Kill gleich machen. Jetzt habe ich noch hier ein paar Sachen nicht eingesammelt. Aber das sind ja eh nur Rostwaffen und so ein Käse. Das hier auch noch übrigens. Das kann ich mir noch wenigstens holen. So. Ja. Stahlachs, okay. Gut. Ja, passt. Dann, Felix, du hast die Ehre und darfst ihn hier kalt machen. Ja, ich hau jetzt mal nicht so drauf. Eisenschwert Plus reicht nämlich auch locker aus. Und das passt. Ja. Yeah, nice. Und noch fast Level 22, nicht ganz. Aber fast. Na gut. Yay. Well, that's over with. They were a lot more trouble than I expected. Ja, eigentlich nicht, aber okay. Thank you so much. Here's your reward. Ja. Please take it. Werde ich? Goldbeutel L. Okay, nehme ich gerne mit auf jeden Fall. Das war der 5000er, ne? Der 10000er war XL, glaube ich. Ja, also ist ganz okay. Ich habe sogar ein bisschen mehr erwartet. Ah, okay. Engelsrobe. Okay, das ist schon cool. Mit KP um 5 werden erhöht, das ist gut. Vorrat, ja. Doch, das war schon wert. Engelsrobe ist auch noch ziemlich cool. Kann ich dann wahrscheinlich sogar gleich Hubert geben. Weil, wie gesagt, er hat halt schon ziemlich wenige KP nur.
mit 30 und er könnte vielleicht ein paar mehr vertragen. Okay, gut. Das sind Nebenquests erfolgreich abgeschlossen. Dir steht ein neues Bataillon zur Verfügung, das auch noch. Und zwar Schützen der Service. Okay. Gut. Good gracious. I didn't expect it to become such a large-scale battle. It seems they caused the merchants unnecessary confusion by disguising themselves as Almirans. Ah, we taught the pirates a lesson, though. That should calm them down a bit. I know this was more than you signed up for, but you really saved us. Es war eine interessante Erfahrung. Es war gutes Training. Ja. Thanks for your help. This can't be how you were expecting your day to go. Patient and understanding, just like Captain Geralt. We owe you a token of our appreciation, I think. Take the reward from the Merchants Association. Share it with your students if you like. Krieg ich noch was? Oder meinte er jetzt nur den Goldbeutel da? Wirklich? Take it. We'll collect our reward from the Eastern Church. Besides, Alois could never keep it for himself. Of course not. We knights serve as the sword and shield of Saint Seros herself. We pride ourselves on our integrity. We reject all rewards that are not perfectly legitimate. In other words, he's a coward who would feel guilty and lose sleep over it. That's also one of his many merits. Shamir, you don't mince words. Though it does seem like you've learned how to show a little respect. Must have learned that from you. I don't remember teaching you that. Anyway, Professor, keep the compensation. I'd say you've earned it. Those merchants really needed your help. For all the buying and selling they do, they're not so good at trading blows. You get it? Trading blows? They and merchants, they... Oh, forget it. We have to prepare for our next mission. Until next time, Professor. Das kam im Deutschen leider nicht so gut rüber, mit Gehalt und Gewalt. Die Pannen auf jeden Fall. Trading Blows. Trading. Alois ist echt cool. Okay, sehr gut. Nee, will ich nicht, genau. Aber ich würde dann erstmal sagen, Leute, das war's hier für diesen Part von Let's Play Fire Emblem Three Houses. Beim nächsten Mal kommt dann gleich noch eine weitere Nebenquest. Und zwar, ja, wenn ich einfach der Reihenfolge nach von den Leveln her durchgehe, dann könnte ich halt die als nächstes machen. Die wird dann ein bisschen schwieriger als die gerade eben. Aber auch immer noch ziemlich einfach. Die anderen beiden sind sogar vielleicht dann ein bisschen herausfordernd mit Level 17. Ja, glaube ich auch nicht so wirklich. Aber ja, beim nächsten Mal kommt dann wahrscheinlich Blutzoll, denke ich mal. Da ich ja jetzt auch Raphael habe und Ignaz, dürften wir dann auf jeden Fall die volle Belohnung erhalten davon. Hätte man davor vielleicht sogar eh auch schon, auch nur mit Ignaz. Aber so, wenn ich beide habe, dann ganz, ganz sicher. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Reach for my hand.